Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 27. Schwangerschaftswoche, zur ersten Woche vom dritten Trimester. Das heißt, auf ins letzte Schwangerschaftsdrittel. Und wisst ihr, was so schön ist? Unser Engelchen ist jetzt schon, naja, nicht fertig, aber so gut wie fertig. Wir haben es so weit geschafft. Schön. Unser Engelchen ist jetzt um die 36 cm groß. Das wäre jetzt quasi diese Ananas. Ist auch so witzig, wie die hier so um die Kurve geht, weil unser Engelchen ist ja auch so eingerollt. Also das wäre jetzt die Größe, aber nicht das Gewicht. Das Gewicht ist jetzt 1 Kilo. Also Pi mal Daumen. Die Kinder sind jetzt alle schon unterschiedlich groß. Es ist nicht wie am Anfang, dass man die Uhr danach stellen könnte, beziehungsweise dass es relativ ähnlich ist, sondern ab jetzt entwickeln sich unsere Engelchen auch ganz individuell im Mutterleib. Ist ja logisch. Manche Babys werden mit 45, 46 Zentimetern geboren, manche mit 55, 56. Diese Bandbreite ist ja einfach da, je nach Genetik. Also von daher um die 36 cm und um 1 Kilo, wie so eine Packung Zucker. Wahnsinn, oder? Und unser Engelchen ist jetzt wirklich auch schon fertig. Ab jetzt fängt der Kopf, der ist ja am Anfang, ist es ja so wie so eine Kaulquappe, so ein riesiger Kopf und so ein eher dünner, kleiner Körper. Und jetzt geht es wirklich darum, dass der Kopf ist, der bleibt jetzt relativ konstant, also der wächst auch noch, aber langsamer. Ab jetzt legt der Körper zu. Und im Gehirn bilden sich jetzt diese Furchen. Das heißt, unser Baby kann jetzt auch schon anfangen zu denken, kann jetzt anfangen, schlau zu werden. Ja, ja. Finde ich ja so süß, dass die jetzt anfangen mitzudenken. Ich stelle mir das, ich habe da gleich wieder ein Bild im Kopf, wie mein Baby mitdenkt, wenn ich, oder sich wundert, anfängt zu wundern, anfängt Dinge zu bewerten, einfach wenn ich liege, wenn ich stehe, wenn ich hüpfe, wenn ich tanze, wenn ich Musik höre, andere Stimmen wahrnehmen. Für all das braucht man Gehirnleistung und die entwickelt sich jetzt gerade durch diese Furchen. Dann hat unser Baby jetzt in der 27. Schwangerschaftswoche den eigenen Blutkreislauf bekommen. Das Blut wird aus dem Knochenmark gebildet und das ist schon ein ganz großer Meilenstein. Und das meinte ich auch mit unser Baby, ist irgendwie schon so, es wird jetzt schon so selbstständig, schon so ein selbstständiger Mensch. Hätte auch tatsächlich bei der Geburt jetzt eine Überlebenschance von 95%. 95%, das ist doch richtig beruhigend. Also ich weiß nicht, wie du in die Schwangerschaft gestartet bist, aber bei mir war das ja wirklich so ein Hangeln von Tag zu Tag. Ich hatte ja so viele Abgänge in den ersten Wochen. So lange es einfach versucht. Und dann hat man ja im Hinterkopf doch noch so ein bisschen dieses, wie lange schafft man es, schwanger zu bleiben? Wie weit kommen wir? Und dieses 95% Überlebenschance, das ist für mich jetzt schon so ein ganz, ganz wertvoller Meilenstein. Die Lunge ist noch nicht ausgereift. Das müsste jetzt künstlich beatmet werden, ist klar. Die Lungenreife kommt später, beziehungsweise zum späteren Zeitpunkt könnte man dann auch die Lungenreife Spritze geben. Aber gut, unsere Babys sind safe hier drin und hoffentlich jetzt noch ein ganzes Schwangerschaftsdrittel. Und dürfen wachsen, gedeihen, noch schlauer, noch kräftiger, noch größer werden. Was schön. Schön. Hat noch Platz, aber nicht mehr lange. Ja. Wir kriegen die dritte komplett mit. Und ja. Spannend ist es dann, wenn es noch enger wird und die dritte dann noch weiter aus der Bauchdecke rausragen. So in 1, 2, 3 Wochen machen wir dann gemeinsam. Dann haben wir schon mal hier den Fuß so draußen oder den Faust. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber während ich mich gedreht habe, hat sich das Baby gedreht. Also bei der Seite, ich weiß ja nicht, wo oben und unten ist. Das kann ich nicht fühlen. Später können wir das übrigens fühlen, wo das Köpfchen ist, wo der Rücken ist. Aber jetzt gerade weiß ich das noch nicht. Und hier war auf jeden Fall so ein Schwerpunkt, vielleicht Po oder Kopf.
Und dann habe ich mich rumgedreht und der Kleine war gerade aktiv. Und als ich auf der anderen Seite angekommen war, war der Bauch an einer anderen Stelle. Das werde ich ja im Schnitt sehen, ob man das auch sieht, dass der Bauch so eine Alien-Bewegung macht. Wäre ja lustig. Übrigens, die Äuglein öffnen sich jetzt. Die waren ja jetzt viele Monate geschlossen. Und wenn unser Engelchen jetzt wach ist, dann hat es die Augen geöffnet. Und das ist total schön. Und es fängt auch an, auf Licht und Schatten zu reagieren. Also ruhig mal einfach den Pulli ausziehen, Licht ranlassen, vielleicht sogar Sonnenlicht, den Bauch ins Sonnenlicht halten. Jetzt geht ja die warme Zeit irgendwann los. Also nicht hier in Deutschland gerade, aber irgendwann demnächst wird es ja schon schön. Und ja, da freue ich mich schon ab und zu mal einfach auch meinen Bauch in die Sonne zu halten, weil unser Engelchen sieht das jetzt und reagiert auch drauf mit Tritten oder mit Bewegungen. Und ich glaube auch, weil es hängt ja immer alles miteinander zusammen, unser Engelchen kann jetzt schon im Mutterleib sehen. Also ist es vielleicht auch gewollt, dass es sieht. Also lasst uns dem ein paar Reize geben. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht gut, in den nächsten Wochen immer den Bauch bedeckt zu haben und gar kein Licht rankommen zu lassen. Muss ja kein Sonnenlicht sein, kann ja auch künstliches Licht sein. Weil ich glaube, die Reize und der Augäpfel unserer Engelchen wollen oder erwarten jetzt, ein paar Reize zu bekommen. Also die Sehnerven erwarten ein paar Reize. Davon bin ich überzeugt. Sonst wären die Augen ja zu, wenn das nicht nötig wäre. Übrigens, Thema Aufstehen. Es fällt mir so schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist jeden Morgen eine Qual. Jeden Morgen. Und ich bin eigentlich Frühaufsteherin. Ich habe auch eigentlich morgens werde ich gebraucht. Und ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es, aber es fällt mir schwer und es fühlt sich nicht gut an. Und es ist einfach ein doofes Gefühl, bleiernd müde morgens aufzustehen. Und ich weiß, früher schlafen gehen wäre die Antwort. Und ich liege ja auch ganz oft schon um 21:30 Uhr im Bett, dass ich eben um 5:30 Uhr ausgeschlafen bin. Aber ausgeschlafen sein bedeutet ja nicht, früh ins Bett gehen bedeutet ja nicht früh einschlafen. Dann sind die Sodbrennen da, dann muss ich ewig noch mit den Haferflocken rummachen, dass ich irgendwie das Sodbrennen reguliert bekomme. Dann bin ich gerade so am Säure runtergedrückt haben, dann muss ich schon wieder Pipi. Dann muss ich 2 Stunden später wieder Pipi. Dann geht das Gedankenkarussell gern. Also, wenn ihr auf Instagram dabei seid in meinen Stories, dann kennt ihr das ja auch, wenn ich dann nachts um 3 eine Story mache, am Grübeln. Also, irgendwie ist das alles nicht so leicht mit dem, ja, dann schlaf doch, geh doch früh schlafen. Das klappt eben nicht so ganz. Das hängt auch mit der Sensibilität zusammen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, morgens aufstehen ist doof. Und ein lieber Gruß an alle Erstgebärenden, die sich morgens nicht um kleine Kinder kümmern müssen, die morgens nicht früh zur Arbeit raus müssen. Genießen, genießen. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, ganz, ganz Tolles, ganz, ganz Wertvolles. Genießt es, morgens schlafen zu können. Das ist ja schön. Ich freue mich mit euch. So, ihr Lieben. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Gemeinsam werden wir immer runder und runder und runder. Gemeinsam werden wir kugelrund. Bis dann. Ciao.